Hi und herzlich willkommen zu Crackys Hardware-Historie, der Videoserie, in welcher ich alte Rechnungen, welche sich hier in meinem Asus P2B Mainboard-Karton befinden, sichte, schaue, was ich damals an Hardware geshoppt habe, vielleicht einen kleinen Schlag dazu erzähle und dann am Ende auch noch festhalte, was ich alles an Geld in die Umwelt gebracht habe. Folge 2 mit CD-ROM-Laufwerken mit Panzerschublade, der ersten RJ45 Netzwerkkarte und 3DFX Voodoo Power mit 2D-Teil. Ja, und hier sind wir nun wieder mit meiner Hardware-Historie nach einem ersten kleinen Break. Ich habe euer Feedback aufgesaugt und möchte jetzt die nächsten Rechnungen mit euch durchgehen. Heute ist die VV-Computer-Action voll am Start. Das war damals der PC-Laden, wo wir hingetangelt sind. Heute kauft man ja alles online eigentlich. Es sei denn, man wohnt wirklich in der City, wo man auch einen kompetenten, preismäßig interessanten Laden in der Nähe hat. Ansonsten sind doch heute alle online am Shoppen oder alle auf Geizhals und kaufen hier, kaufen da. Damals sind wir immer zu VV-Computer gefahren, das war ein Nachbarort mit meinem alten Herrn zusammen und das war so eine spannende Zeit und darum sind diese Rechnungen auf jeden Fall auch mit die mit Abstand am coolsten. Und heute ist es tatsächlich so, dass ich zu jeder Rechnung sogar was zeigen kann. Das wird nicht immer so sein, aber machen wir mal weiter. Wir sind ja letztes Mal bei knapp 900 Euro gelandet. Jetzt muss ich meinen Kopf wieder umstellen auf D-Mark, weil darum geht es hier natürlich. Da habe ich hier eine Rechnung vom 16. März 1999. Hat mir der gute Mann ein CD-ROM-Laufwerk verkauft. Ein TEAC CD532E. Ein 32-fach CD-ROM-Laufwerk, das berühmte TEAC CD-ROM-Laufwerk mit der Panzerschublade. Wir holen das hier mal raus. So sieht das gute Stück aus. Ja, das ist ein TEAC 532E. Vielleicht ist es sogar genau dieses Modell, man weiß es nicht so genau. Steht denn hier irgendwo eine Seriennummer drauf? CDR B6001, man weiß es nicht. Das hier wurde Februar 1999 gefertigt, gekauft hier jetzt im März 99. Das passt schon ziemlich gut. Ob es jetzt natürlich genau dieses Laufwerk ist, welches hier auf der Rechnung gemeint ist, ich bin mir nicht ganz sicher, beziehungsweise ich möchte es eigentlich sogar ausschließen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es genau das Laufwerk ist. Aber der Zufall wäre natürlich sehr geil. Gelatzt habe ich für dieses Laufwerk. Ich meine, das kann CDs lesen, das hat eine sehr, sehr massive, robuste, laute Laufwerksklappe, wenn sie auf und zu fährt. Im Betrieb ist das Laufwerk allerdings angenehm leise. Also es erzeugt ein Rauschen, aber kein Vibrieren. Ja? Also es ist so wie so ein Sturm im Gehäuse, der vor sich hin tänzelt, aber ohne Vibration. Das war das Grandiose bei diesen CD-ROM-Laufwerken. Heute die ganzen DVD-ROMs und Blu-ray-Laufwerke, das ist alles der gleiche Kram mit anderer vorgehaltener Blende. Und nichts mehr so schön, wie damals teilweise wirklich einzelne Laufwerke waren. Hier hat TEAC noch selber gefertigt. Und das war ein super klasse Laufwerk. Wird mit Sicherheit auch noch funktionieren. Ich habe bei meinen Retro-PCs halt größtenteils geschaut, dass ich DVD-Laufwerke verbaut bekomme. Weil man da einfach natürlich manche Spiele dann sonst gar nicht installiert bekommt. Oder halt zum Beispiel Treibersammlungen und so. Die mache ich dann auch gerne mal auf DVD, damit man dort den vollen Zugriff hat. Aber das wird mit Sicherheit noch funktionieren. Ein schweres Teil, schönes Gerät. Gezahlt dafür habe ich 119 D-Mark. Das muss man sich mal vorstellen für ein 32-fach CD-ROM-Laufwerk. 119 D-Mark. Die heutigen DVD-Brenner, die kosten 15 Euro, 16 Euro. Das ist unbeschreiblich. Ja. Sorry fürs Bücken, aber ich kann es ja nicht einfach fallen lassen, dieses geile Teil. Ja, das habe ich erworben im März 1999. Bar bezahlt, nehme ich an. Ja. Sehr gut, sehr, sehr gut. Die nächste Rechnung. So, legen mich hier schön auf Seite, muss ich gleich noch Fotos von machen. Haben wir hier vom 2. September 1999, also ein halbes Jahr später in etwa. Dort habe ich eine CPU erworben. CPUs kauft man, ja. Warum habe ich diese CPU gekauft? Ich glaube, es war im Zuge dessen, dass ich mir einen Zweitrechner aufbauen wollte. Oder war das die erste Alternative zu meinem altehrwürdigen Pentium 120. Womöglich. Ich bin mir nicht mehr ganz schlüssig. Es war auf jeden Fall nicht der erste Prozessor aus dieser Generation, den ich erworben habe.
Auf dieser Rechnung hier befindet sich nämlich ein AMD K6-2, hier auf der Rechnung so schön betitelt 3D, 450 MHz. 3D steht in dem Fall für 3D Now. Das war damals eine Befehlszeilenerweiterung von AMD, mit welcher sie ums Eck kam. Intel hatte für den Pentium 3 Prozessor die SSE-Erweiterung als besondere Befehlsstruktur, welche dann Anwendungen sich zunutze machen konnten, um dort mehr Geschwindigkeit oder mehr Bildqualität rauszuhauen. Zuvor gab es das bei dem Intel Pentium mit MMX und AMD kam dann auch mal mit etwas Eigenem um die Ecke, der 3D Now Befehlszeilen Befehlssatz Erweiterung. Ziel von 3D Now war es im Prinzip, die schwache Fließkommaleistung, die schwache FPU-Leistung der AMD K6 CPUs auszugleichen. Was ist die Fließkommaleistung? Die Fließkommaleistung ist für die Polygonberechnung zum Beispiel zuständig. Also gerade bei 3D-Spielen sehr, sehr wichtig. Und da waren die AMD K6 und auch die K6 II CPUs halt nie eine großartige Konkurrenz gegenüber den Intel Pentium Prozessoren. Mit 3D Now wollten sie das Ganze ausgleichen, sprich wenn der Grafikkartentreiber optimiert ist für 3D Now und das Spiel am besten noch optimiert ist für 3D Now, kann man dort mehr Leistung rauskitzeln. Hat im Endeffekt 2-3% gebracht mit ordentlichen Treibern dann irgendwann mal. Einziges Beispiel, wo es richtig reingehauen hat, wo AMD natürlich auch selber seine Finger im Spiel hatte, das war bei dem alterwürdigen Ego-Shooter Quake 2. Dort gab es einen speziell optimierten 3D Now Treiber für 3DFX Voodoo 2, für die Voodoo 2 Grafikkarten, welcher ein Performance Plus von 75% gebracht hat. Damit war der K6 II mit der Voodoo 2 schneller als ein gleichgetakteter Pentium 2. Das war total irre damals, aber halt nur für dieses eine Spiel. Also hat es ergo nicht so viel gebracht. Gab damals einen tollen Artikel in der GameStar, woraufhin ich auch sehr heiß auf diese CPUs war. Ich habe jetzt hier einen K6 II 400, auch mit der 3D Now Erweiterung. Ich weiß nicht, ob er den Text da vorne scharf stellt. Bei dieser Sony-Kamera muss man immer ein halbes Jahrzehnt warten, bis da mal was passiert. Und das hier ist die CPU, basierend auf dem Sockel 7. Hier sehen wir die Pins auf der Rückseite. Da oben ist irgendwie ein Büschel. Irgendwie so ein bisschen Dreck da oben. Oben rechts von euch gesehen. Da waren es noch, das waren noch richtige Keramikträger für die Prozessoren. Im Retro-PC Nummer 6, wenn ich mich recht entsinne, steckt ja der K6 III drin, der K6 III Plus. Das war der Mobile-Prozessor von AMD, der dann sogar noch einen zusätzlichen Cache hatte, der direkt auf dem Prozessor mit drauf war. Und da ging dann tatsächlich performancemäßig nochmal einigermaßen etwas mehr. Ansonsten war das ein toller Office-Prozessor. Bei gleicher Taktung waren die K6 II nämlich tatsächlich schneller als die Intel Pentium 2 in Sachen Windows. Also wenn es um Tabellenkalkulation ging oder wie schnell dir meinetwegen das Internet Explorer Fenster ums Ohr geflogen ist, da waren die K6 II den Intels voraus. Das ist die sogenannte Integer-Leistung. Da waren sie besser. Aber das hat natürlich für das Hauptaugenmerk, warum man sich damals PCs aufgerüstet hat, Spiele, nichts gebracht. Und ich mag sie. Ich mag sie, aber wirklich ernsthaft damit spielen? Puh, ist schwierig. Du kannst halt ältere Sachen, die ersten Windows Direct 3D Spiele und so, die kannst du schön damit spielen, aber zum Beispiel bei Unreal hört es tatsächlich schon auf. Also da ist die Performance zwar okay, aber nicht überragend. Ja? Also da holt man mit einem Pentium 3 450, ziehst du jeden K6 ab. Selbst den K6 III Plus, welchen ich ja auf 550 MHz übertaktet habe. Das ist eigentlich ein 400er, der läuft bei mir auf 550 MHz. Der ist nicht so schnell wie ein Pentium 3 450 zum Beispiel, bei gleicher Grafikkarte. Nichtsdestotrotz, war ein interessanter Schritt mit dieser 3D Now Erweiterung. Die wurde auch von AMD bis heute beibehalten. Also die modernen AMD CPUs haben auch immer noch diesen Befehlssatz inne, während sich AMD auch den SSE-Befehlssatz dann irgendwann mit der zweiten Athlon-Generation, meine ich, oder mit der dritten Athlon-Generation war es, lizenziert hat. Dann durfte AMD nämlich auch SSE benutzen in den CPUs. Hat Intel es nie beabsichtigt,
3DNOW für ihre CPUs zu benutzen. Ist auch ein Befehlssatz, der halt einfach gar keine Beachtung mehr findet. Heute basiert alles auf SSE 4.2 oder wo wir auch immer sind, gerade mit der Version. Aber es ist natürlich nice to have und ein Relikt aus dieser Zeit hier von anno 1999. AMD hat ja seinerzeit den Sockel 7, auf dem das hier basiert, am Leben erhalten und weitergesponnen das Ganze. Hat den FSB auf 100 MHz aufgebohrt und hat das Ganze dann Super Sockel 7 genannt. Da gab es dann Chipsätze von Ali, den Aladdin, so nannte der sich. Und auch von VIA gab es Chipsätze. Ich meine, das war der MVP3, bin mir nicht ganz sicher. Und das war immer so ein bisschen das Problem von dem Super Sockel 7. Er war ein bisschen zickig, gerade was Grafikkarten auch anging. Und natürlich, Hauptaugenmerk, wie ich schon erwähnt habe, war halt einfach die schwache FPU-Leistung. Das große Problem. Ja. Schönes Ding. Kostenpunkt damals 159 D-Mark. Wenn ihr jetzt hier gerade die Rechnung seht. Am 2. September 1999. K6-2 450. Ich hatte zuerst einen K6-2 300 gekauft. Die Rechnung fliegt ja auch bestimmt noch irgendwann rum. Da kommen wir dann nochmal daraufhin zurück. Müssen wir mal sehen. Ich habe, glaube ich, auch damals zwei verschiedene Boards gehabt und so weiter und so weiter. Das war eine verrückte Zeit, meine Damen und Herren. Ich war sehr neugierig und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woher ich das Geld hatte. So, weiter geht's. Nächste Rechnung ist eine Grafikkarte. Ja, eine Grafikkarte. Ach, wie schön, da habe ich ja erst 500 Stück gekauft in meinem Leben. Und zwar, hier sind wir nun am 1. April angelangt, 1999. Wir bleiben im Jahr 99. Man könnte es auch nennen, Crackery's Hardware-Historie from 99. Vor dem K6-2 450 und nach dem TEAC CD-ROM kam die Creative Labs Banshee. So steht's hier. Das ist eine 3DFX-Karte, eine Voodoo Banshee mit 16 MB Bildspeicher. Eine AGP-Karte. Hier habe ich sie. Das ist meine Banshee. Wobei die Banshee ursprünglich keinen aktiven Kühler drauf hat. Den habe ich hier sehr professionell mit Heißkleber befestigt. Oder mit normalem Kleber war es, glaube ich, sogar. So richtig böse, so wie man es nicht macht. Die hat 16 MB. Wie wir sehen, schön aufgeteilt auf... Was sind das für Chips? 2 MB Chips, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, schön auf 2 MB Chips aufgeteilt. Die 3D, die Creative Labs, 3D Blaster Banshee. Ich komme immer durcheinander mit Creative Labs und 3D Blaster. Dann dränge ich immer an 3D Labs, aber das ist keine 3D Labs Karte. War mit die von den Ausmaßen her eine der größten Banshees überhaupt, die man so kaufen konnte. An Bildschirmseite, das ist das Lüfterkabel, kam natürlich der altehrwürdige VGA-Anschluss zum Einsatz. Banshees mit TV-Ausgang gab es bestimmt, waren aber sehr selten. Die 3DFX Banshee, der Banshee-Chip, war der erste 3DFX-Chip, welcher auch eine 2D-Einheit hatte. Sprich, das hier war eine reinrassige 2D-3D-Grafikkarte und kein extra 3D-Beschleuniger, wie das zum Beispiel bei der 3DFX Voodoo oder der Voodoo 2 der Fall war. Diese Karten wurden ja zu der 2D-Karte dazugesteckt. Was war nun so toll daran? Eigentlich nicht viel. Die Voodoo Banshee war nämlich im Prinzip eine kastrierte Voodoo 2. Die Banshee hatte einen 3D-Takt von 100 MHz, die Voodoo 2 lief mit 90 MHz. Die Banshee konnte allerdings nur eine Textur in einem Durchgang rendern, während die Voodoo 2 Multitexturing konnte. Das heißt, die konnte zwei Texturen in einem Durchgang rendern. Und daher war die Voodoo 2 im direkten Vergleich schneller. Es gab Spiele, die haben kein Multitexturing unterstützt. Da war die Banshee natürlich flotter unterwegs. Die Banshee unterstützte auch höhere Auflösungen als jetzt Voodoo 2 oder Voodoo 2 SLI meinetwegen. Da ist ja Schluss bei 1024x768. Aber gerade bei Spielen, die Multitexturing genutzt haben, welche dann damals rausgekommen sind, Unreal bin ich mir nicht sicher, meine ich aber auch, hat Multitexturing gemacht, Quake 2 hat Multitexturing gemacht, da war es vorbei. Man konnte die Spiele alle damit spielen. Die Performance war aber nicht so, wie man sich das vielleicht versprochen hätte. Wie ich mir das vielleicht auch versprochen hätte. Ich weiß nicht, was mich dazu geritten hat, eine Banshee zu kaufen. Ich meine, ich hatte eine 12 MB Voodoo 2 schon am Start. Und ich meine, das wäre auch im Zuge dessen gewesen, weil ich zwei Rechner dann zu Hause hatte.
wollte ich dem einen auch noch eine richtige 3DFX-Karte gönnen und habe mir die Banshee geschossen. Ich weiß nicht, ob die Karte damals für meinen Pentium 2 oder für den K6 II war. Ich glaube, die hat auch munter den Platz gewechselt, bis ich dann irgendwann herausgefunden habe, dass das zwar eine nette Karte ist, aber so richtig glücklich werden kann man damit nicht. Was die Banshee super konnte, war tatsächlich das 2D-Bild. Da hat 3DFX damals auch eine Menge Arbeit investiert, dass der 2D-Chip richtig was taugt, dass der eine tolle Bildqualität liefert und dass der 2D-Teil halt auch schnell ist. Damals kam es auch noch tatsächlich auf die 2D-Geschwindigkeit an. Also wie schnell die Karten dort zum Beispiel ein DOS-Bild auf dem Bildschirm zaubern können und ob dieser VESA-Modus unterstützt wird und dieses In-Depth, wovon ich jetzt auch keine Ahnung habe, ehrlich gesagt. Aber aus den Tests damals weiß ich, der 2D-Part war richtig gut bei der Banshee. Hat natürlich jetzt nicht so viel rausgehauen, weil die 3D-Leistung nicht so überragend war. Also es war ein netter Chip. Es war halt der eine Schritt auch von 3DFX zu sehen, dass man ein bisschen mehr in den OEM-Markt kommt, ein bisschen mehr in den Komplettsystem-Markt. Und ja, so richtig geglückt ist es nicht. Mit AGP-Schnittstelle haben wir hier schon. Das ist noch die 3,3 Volt-Schnittstelle. Die gab es natürlich auch als PCI-Version. Ja, 3D Blaster. Hat hier von Creative die Nummer CT6750. Und wo wir gerade bei Zahlen sind, gekostet hat das gute Stück 187 D-Mark und 40 Pfennig. Das ist hier nach Euro-Umrechnungskurs sind es 95,82 Euro. Ja, war damals schon relativ günstig, relativ preisgünstig dann auch. Für die gebotene Leistung sicher in Ordnung. Ich war ein bisschen enttäuscht, wie gesagt. Banshees habe ich auch einige hier rumfliegen. Sind auch nicht verbaut in dem System, weil da einfach die verlieren sehr viel Leistung mit der Auflösung. Also aufgrund des Problems auch mit dem Multitexturing. Mit einer Banshee kannst du gut in 640x480 spielen und wenn du dann in 800x600 gehst, dann verließen sie ihn meistens dann schon. Dann sind die Framerates schon so, dass man dann irgendwie einen Input-Delay hat oder das einfach nicht mehr ganz smooth läuft, was ja zum Beispiel für die Ego-Shooter, die so auf Deathmatch aus sind oder Counter-Strike, das alte, sehr, sehr wichtig ist. Und das fand ich immer ein bisschen, finde ich jetzt heute ein bisschen schade. Damals habe ich damit gezockt, da hat es mich eigentlich nicht gekümmert, da hatten wir auch andere Probleme, da waren die CPUs nicht stark genug. Die vierte Rechnung im Bunde. Heute ist es etwas ausufernder, oder? Ich bin etwas planloser, ich bin hier einfach reingehüpft, ich dachte mir, machst du mal die zweite Folge und bin dann hier über die Rechnung gestolpert, habe erstmal durchgeguckt, die ist geil, die Rechnung, die ist auch geil, die Rechnung und die hier ist auch geil. Wir haben hier nämlich Lautsprecher. Wir haben Lautsprecher von Quadral. Das sind die SAM 42. Das sind Lautsprecher, die ich mir damals für den PC geschossen habe, geholt habe und das sind PMPO-Lautsprecher, das heißt, es sind aktive Lautsprecher mit einer eigenen Stromversorgung, 200 Watt sollen die an Musikpower haben, ist natürlich irgendwie nach dieser PMPO-Rechnung. Ich bin kein Audiomann, ich kenne mich da nicht aus. Die wurden mir damals empfohlen und die habe ich mir als Soundsystem für meinen Haupt-PC geholt, weil die bis dahin die Lautsprecher, das waren so einfache Plastikdinger, so für 20 Mark oder 30 Mark. Dort war irgendwie der Ein- und Ausschalter kaputt oder so und die waren nicht mehr toll. Hat keinen Spaß gemacht damit. Und die Lautsprecher habe ich hier unten auch stehen. Das sind sie. So sehen die aus, klein und kompakt. Das hier ist der aktive, der auch die Stromversorgung hat. Es ist der schwere und das ist der passive Lautsprecher, der dann an den anderen angeschlossen wird. Und das sind tolle Lautsprecher. Heute rauschen leider die Schalter hier, die Lauter-Leiser-Regler und Treble und Bass und die Balance. Das rauscht so ein bisschen, wenn man das bewegt und da geht der Ton auch teilweise weg. Da muss ich mir mal spezielles Kontaktspray kaufen. Ansonsten sind das echt super Dinger und die benutze ich auch heute gerne noch bei Gelegenheiten. Klasse Sound. Ein bisschen vergilbt hier, wie das halt so mit dem Plastik ist. Aber auf jeden Fall klasse Lautsprecher. Hi-Fi Stereo. Kann ich euch nur empfehlen. Ich habe auch letztens bei Kleinanzeigen welche gesehen. Die müsste ich mir eigentlich mal schießen. Die sind nämlich echt bombastisch. Okay, stellen wir die mal wieder weg. Die guten Quadrals. Kostenpunkt seiner Zeit am 21. April 99 waren 159 D-Mark. Tolle Lautsprecher, wie gesagt. Heutzutage sind Lautsprecher irgendwie nicht mehr so wichtig, habe ich das Gefühl. Aufgrund des ganzen Online-Gamings und dergleichen sitzt der Großteil der Leute da draußen noch sowieso mit dem Headset vorm Rechner, oder? Wie ist das bei euch?
Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Tolles Ding. Wir sind bei der letzten Rechnung für heute angekommen. Und darauf befinden sich dann tatsächlich mal mehr wie ein Artikel. Es sind zwei. Und es sind zwei gleiche. Es ist eine Rechnung vom 4. Januar 2000, also im neuen Jahr, dem Millennium zufolge, gerade ins Millennium geschritten. Da wundere ich mich jetzt ehrlich, war unsere Silvester-LAN-Party tatsächlich noch mit BNC? Weil das ist meines Wissens die erste, nee, es ist die erste 100-Mbit-Karte mit RJ45. Aber ich denke, unsere Millennium-LAN, oh, schwieriges Wort, die wir seinerzeit gemacht haben. Ja, wir waren total nerdy. Wir haben keine Silvesterfete gemacht in irgendeinem abgedroschenen Partykeller. Nein, wir haben uns mit 4 Leuten oder 5 Leuten waren es, glaube ich, haben wir uns eingenistet in einer Wohnung und haben LAN-Party gemacht. Mit Half-Life Deathmatch und also Zeugs halt, was man damals so gespielt hat. Ich glaube sogar Grand Prix Legends. Ich glaube, das war die legendäre LAN, wo wir Grand Prix Legends gespielt haben und ich auf der Nordschleife tatsächlich mal eine halbwegs vernünftige Runde hinbekommen hatte. Start und Ziel war seinerzeit auf der ewig langen Gerade auf der Döttinger Höhe. Und der Mitspieler, mit dem ich diese Netzwerkkarte, ja, jetzt habe ich es schon verraten, hier gekauft habe, der hatte nichts Besseres zu tun, als Quatsch zu machen und auf der Döttinger Höhe in entgegengesetzter Fahrtrichtung zu fahren. Und bevor ich dann mal eine genommene Zeit hatte von der Nordschleife, das sind 27 Kilometer, meine Damen und Herren, wenn ich mich recht entsinne, hat er mich abgeschossen. Wir haben das im Netzwerk gespielt, hat er mich abgerammt, der Sack. Boah, da bin ich fast ausgeflippt. Also ich bin aufgesprungen auf jeden Fall in den Nebenraum rein und habe ihm erstmal zur Rede gestellt, was dieser Scheiß denn soll. Auf Deutsch gesagt, naja gut, heute habe ich mit dem Guten nichts mehr zu tun, ist auch ein Namensvetter von mir, Daniel. Du seist gegrüßt, falls du das hier mal sehen solltest. Ich meine, genau mit dir habe ich mich damals, haben wir uns aufs Fahrrad geschwungen? Ich bin mir nicht ganz sicher, es war ja im Winter, ne? Und wir haben uns Netzwerkkarten gekauft. Wir haben uns nämlich diese olle Fiberline-Netzwerkkarte geholt. Ich habe hier demonstrativ mal eine, das ist nicht die Netzwerkkarte, aber so sehen die halt aus. Kennt man heutzutage ja auch nicht mehr so ganz, weil ja der Netzwerkanschluss immer direkt auf dem Mainboard mit drauf ist. Und das war eine 10 und 100 Mbit Netzwerkkarte Netronics FL. Das steht für Fiberline 1960 TX mit 10 und 100 Mbit Übertragungsgeschwindigkeit. Kostenpunkt hier, Stückpreis 59 D-Mark, also insgesamt 118 D-Mark. Haben wir für die Netzwerkkarten bezahlt. Ich denke, ich habe die zusammen gekauft. Oder war ich tatsächlich so wahnsinnig und habe die für meine PCs zu Hause gekauft, um die beiden mit Crossover-Kabel zu verbinden? Ah, Leute. Mein Gedächtnis funktioniert zwar ganz gut, was Hardware angeht, was irgendwelche Produktbezeichnungen angeht, aber wie das damals mit den PCs war, bin mir nicht so ganz sicher, ob ich dann zu Hause LAN gemacht habe. Mit Crossover-Kabel. Ich weiß noch, dass ich zu Hause BNC-LAN hatte, ja. Dazu kommen wir vielleicht auch nochmal. Da muss ich mal schauen, ob ich noch irgendwo BNC-Hardware rumfliegen habe. Die ist definitiv im Keller. Und damit sind wir durch. 5 Rechnungen haben wir abgehandelt. Den aktuellen Summe-Preis seht ihr hier unten eingeblendet. Ich kenne ihn jetzt nicht, aber ich denke, wir sind auf jeden Fall jetzt im vierstelligen Bereich. Im niedrigen vierstelligen Bereich. Und da kommt sicherlich noch einiges hinzu. In diesem Sinne, lasst mal gerne wieder einen Kommentar da. Vielleicht habt ihr ja diverse Hardware, die ich hier gerade gezeigt habe, auch damals besessen oder habt ihr heute noch im Einsatz. Würde mich interessieren. Bis demnächst und wir sehen uns. Macht's gut.